Die Aufzeichnung läuft und bleiben wir unter 20 Minuten, oder? Den Rest können wir ja Hoffentlich. privat plaudern. Genau, super. Das heißt, ich darf anfangen. Hallo, ich darf alle herzlich zu unserem Autorinnengespräch begrüßen. Mein Name ist Nathalie Fichtberger, ich bin die Referentin für Barrierefreiheit der ÖH-Bundesvertretung. Das heutige Gespräch führen wir im Zuge der Mental Health-Kampagne, welche sich mit der mentalen Gesundheit von Studierenden befasst. Und für das Gespräch haben wir ein paar Autorinnen unserer Broschüre eingeladen, um über ihre Beiträge und die Situation von Studierenden zu sprechen. Das war's von meiner Seite. Ich darf das Wort gleich weitergeben zu einer kurzen Vorstellung. Gut, dann fange ich gleich an. Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Edwina Besic. Ich bin Hochschulprofessorin für Inklusionsforschung und inklusive Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Und ich forsche auch spezifisch zu den Themen Inklusion, auch Intersektionalitätsforschung an der Schnittstelle Migration und Behinderung und aufgrund der momentanen Covid-Situation auch zu dem Thema Digitalisierung im inklusiven Schulsetting. Ja, hallo, mein Name ist Karin Macke. Ich bin personenzentrierte Psychotherapeutin, Mitarbeiterin von Frauen, beraten Frauen Wien. Ich habe auch Gender Studies studiert und mein Schwerpunkt ist Gender und Psychotherapie, mache aber auch Beratungen und Gruppen, habe auch einen Schwerpunkt kreatives Schreiben, also das kreative Schreiben auch als Selbsterfahrungstool, sagen wir mal so. Und ich bin auch Ausbildnerin für personenzentrierte Psychotherapie, auch mit einem Schwerpunkt zur Gender-Thematik und unterrichte auch Ethik an der Uni Wien. Hallo, dann komplettiere ich die Runde. Ich bin Zoe Steinsberger. Ich forsche seit einiger Zeit und jetzt an der Uni Innsbruck im Rahmen von der Dissertation zu Transfeminität und Transgeschlechtlichkeit und Lohnarbeitsverhältnissen und auch studieren. Genau, das ist im Prinzip mein Arbeitsbereich. Ich bin daneben noch politische Bildnerin und Aktivistin in dem Bereich und genau, arbeite generell viel so zum Thema Trans und Genderqueer und Kapitalismus. Und freue mich, hier zu sein. Ja, mich freut es auch, dass alle Anwesenden hier sind. Vielleicht wollen wir jetzt so nach der Vorstellungsrunde auch noch so eine kurze Runde zu den Texten machen, die ja in der Broschüre vorkommen. So ein kleiner Teaser, nicht zu viel spoilern, weil die Broschüre soll ja auch noch gelesen werden. Also ich würde das auch gleich in derselben Reihenfolge weitergeben, wenn das in Ordnung ist. Gut, ganz kurz zu dem Text in der Broschüre, den ich geschrieben habe. Der Text handelt spezifisch vom Themenbereich Barrierefreiheit in Bezug auf Studierende mit einer körperlichen Beeinträchtigung. Und ich fokussiere mich dabei aber nicht auf die baulichen Barrieren, sondern eher auf die sozialen Barrieren. Und was diese sozialen Barrieren sind, wird dann im Artikel näher erläutert. Ja, mein Artikel heißt Psychische Gesundheit von Studierenden, Frauensternchen in Österreich. Und ich habe mich auch fokussiert darauf, was die strukturellen Verhältnisse für einen Einfluss haben auf die psychische Gesundheit von Studierenden und wie sehr die patriarchalen Verhältnisse eine Rolle spielen bei der Gesundheit von Studierenden. Mein Artikel beschäftigt sich mit der Lage von queeren Studierenden oder LGBTIQ-Studierenden und ist so ein bisschen stark aus einer transfeminen Perspektive geschrieben und fragt so ganz stark, okay, was heißt das eigentlich, dass wir jetzt so einen Diskurs von LGBTIQ-Inklusion überall haben und Hochschulen sich als divers preisen und was für neue Sichtbarkeiten gehen damit einher und welche Gewaltverhältnisse gehen damit einher, aber auch nochmal so stark zu machen, okay, diese ganzen liberalen Diskurse, die uns irgendwie Einschlüsse versprechen, die verdecken ganz, ganz viel Gewaltverhältnisse, die in der Uni immer noch eingeschrieben sind und die verdecken auch quasi die ganze Gewalt, die außerhalb der Uni passiert und Studierende natürlich beeinträchtigt, also die eigentlich für Studierende. Genau, Ja, danke schön. das sind drei ganz, ganz wichtige Themen und auch super, super tolle Artikel, die Sie da geschrieben haben. Natürlich ist jetzt eine ganz interessante Frage, wie würden Sie die Situation von Studierenden beurteilen jetzt unter Corona- und Lockdown-Bedingungen, also vor allem von
eben jene Studierenden, über die Sie auch die Texte geschrieben haben? Ja, in Bezug auf die Frage, wie ist die Situation der Studierenden momentan durch Corona, es ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Einerseits glaube ich, dass das für Studierende mit einer körperlichen Beeinträchtigung, aber auch für andere auch Vorteile hat, dass man von zu Hause aus sich digital zu Lehrveranstaltungen dazuschalten kann. Und andererseits glaube ich, dass das für alle Personen auch große Nachteile hat, spezifisch im Kontext der sozialen Isolation, der sozialen Exklusion. Das heißt, es fehlen hier spezifisch diese Interaktionen, die auch informell sind, zwischen den Studierenden, zwischen den Lehrenden, um einfach ja spezifische Aspekte, ich sage jetzt ganz banal, zwischen Tür und Angel zu besprechen und nicht immer dieses formale Setting zu suchen. Ich muss jetzt eine E-Mail schreiben, ich muss ein Meeting ansetzen. Und ich glaube, das ist was ganz Wesentliches, das höchstwahrscheinlich allen Studierenden ein bisschen zu schaffen macht. Und dazu habe ich spezifisch im schulischen Kontext geforscht. Und das haben wir bei Schülerinnen mit verschiedenen Formen von Beeinträchtigungen gesehen, dass sie sich sozial isoliert fühlen, dass sie auch teilweise gar nicht in den Unterricht mit einbezogen werden, wenn auch Videokonferenzen stattgefunden haben. Und ich glaube, das ist eine große Problematik, der wir uns höchstwahrscheinlich auch in der Zukunft noch stellen werden. Wie muss sich Hochschule in diesem digitalen Zeitalter auch verändern? Würden Sie da beurteilen, dass es da eine Verschlechterung oder eine starke Verschlechterung wegen den Corona- und Lockdown-Maßnahmen jetzt auch gibt, was die psychische Gesundheit von Studierenden angeht? Ich glaube, das ist schwer zu beantworten. Es wäre eine große Verallgemeinerung, zu sagen, definitiv ja oder definitiv nein. Ich glaube, das hängt auch sehr stark von dem sozialen Gefüge der Studierenden selbst ab. Das heißt, haben sie auch in ihrem privaten Umfeld Personen, an die sie sich wenden können, um irgendwelche Aspekte zu besprechen? Also ich glaube, das ist sehr stark von den einzelnen Personen und dem Umfeld abhängig. Ja, dann darf ich die Frage vielleicht auch gleich weitergeben, also die Situation von Studierenden im Hinblick auf Corona und Lockdown. Also im Zusammenhang mit der Covid-Situation würde ich mich auch anschließen, dass es quasi sowohl Inklusionen als auch Exklusionen gibt. Also Stichwort einerseits, man hat zum Beispiel ein schlechtes Internet, aber andererseits kann man eben auch von zu Hause aus was erledigen und muss nicht Wege hinter sich bringen. Es haben sich im Zuge des Lockdowns auf jeden Fall die Geschlechterverhältnisse und auch die Machtverhältnisse einfach die Kluft ist weiter auseinandergegangen. Es ist eine große Belastung, ganz speziell für Alleinerziehende zum Beispiel. Auch die Isolation ist ein großes Thema, was meine Vorrednerin auch schon gemeint hat. Auch Angst ist ein großes Thema. Und Angst ist ein Thema, das ein bisschen so ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft. Also das darf auch gar nicht so gezeigt werden. Also ich glaube, Menschen, die schon vorher psychisch belastet waren, für die ist die Situation einfach verschlimmert worden. Die gesund sind und in guten Verhältnissen leben, für die ist es jetzt weniger schlimm. Die haben aber auch weniger finanzielle Verluste zum Beispiel hinzunehmen und so weiter. Also ja, auch die finanzielle Situation wirkt sich auf die psychische Situation natürlich aus. Also das ist alles nicht voneinander zu trennen. Und da hat sich schon auch für Studierende, die zum Beispiel alleinerziehend sind oder in schlechten finanziellen Verhältnissen sind, schon einiges verschärft. Ja. Und das sehen wir auch also in der Frauenberatungsstelle und auch in meiner Praxis. Ich sage ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Sie jetzt nicht Alleinerziehende sind und das Paar zu Hause beide haben Homeoffice, dann gibt es Streitereien, meine Arbeit ist wichtiger als deine und ja, solche Dinge zum Beispiel. Danke. Ja, das ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das solche Auswirkungen hat. Ich darf die Frage noch ein drittes Mal weitergeben. Ja, bezüglich Corona-Situation und queere Studierende. Ich würde sagen, es gibt auch so partiell Inklusion und auch ganz viel Exklusion. Ich glaube, so ein großes Thema, was ich jetzt auch als Lehrende beobachte oder auch von Leuten einfach weiß, ist, dass so diese Tatsache, den Bildschirm ausschalten, die Kamera ausschalten zu können im Online-Seminar einfach super entlastend sein kann für Trans-Leute, weil Fragen von Passing zum Beispiel einfach nicht mehr so spielen, so, dass einfach so Sichtbarkeit nicht da ist. Aber ich glaube, was schon schwerer wiegt, ist einfach diese ganzen Ausschlüsse und
Und zwar insofern würde ich sagen, dass viele Studierende mussten, weil die Einkommenssituation sich mit Corona verschlechtert hat, zurück zu ihren Eltern. Das sind oft heteronormative Kontexte. Da wurden Leute aus Communities rausgerissen, Stichwort Communities. Ganz, ganz viele Community Spaces sind einfach zu mit Corona. So, da findet einfach ganz wenig Austausch statt, wo Unterstützungsangebote einfach da sind. Das hat die Situation ganz massiv verschlemmert. Dann gibt es auch viele Arbeiten, die zeigen quasi, dass vor allem Trans- und Nicht-Binäre und auch Inter-Leute oft Leute sind, die als Erste die Jobs verlieren oder mit als Erste die Jobs verlieren, neben anderen Leuten wie Leuten of Color zum Beispiel oder AlleinerzieherInnen. Und diese verschlechterte ökonomische Situation verschlechtert natürlich auch wieder die psychische Gesundheit, vor allem in einem System wie Österreich, ne, wo notorisch zugezahlt werden muss zu Psychotherapieangeboten zum Beispiel. Und also ich würde sagen, ohne zu sagen, dass es in jedem Fall notwendigerweise schlimmer geworden ist durch Corona, würde ich sagen, die Gesamttendenz ist schon einfach eine Zuspitzung der Verhältnisse, auch weil diese ganze Beantwortung der Corona-Situation auch eine heteronormative Beantwortung ist. Insofern quasi eben, dass so Community-Strukturen einfach zerschlagen worden sind durch das Krisenmanagement. Ja, Ziel der Mental Health-Kampagne ist da ja auch sehr viel Awareness zu schaffen. Und auch einfach auf solche Problematiken hinzuweisen, gerade auch jetzt in so Zeiten, wo sich solche Lagen eben zuspitzen. Interessant wäre da, ob es vielleicht von Ihrer Seite Möglichkeiten für Bewältigungsstrategien gibt, auch jetzt in Bezug aufs Studium, wie man im Alltag damit umgeht, mit Mental Health Problemen, was man machen kann. Ich glaube, was da in Bezug auf die Frage, wie kann man im Alltag mit der momentanen Situation, also mit Covid und Mental Health Problemen umgehen? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt hier ist, sich auch Unterstützung zu suchen. Und ich glaube, die Problematik hierbei ist spezifisch, dass sehr viele Studierende einfach nicht wissen, an wen sie sich wenden können, wo sie hingehen können, mit wem sie sich überhaupt unterhalten können. Das sehe ich auch immer wieder in meiner Lehrtätigkeit, wenn ich beispielsweise Studierende mit verschiedensten Formen von Beeinträchtigung in den Lehrveranstaltungen habe, die beispielsweise aufgrund einer Hörbeeinträchtigung nicht an der Online-Lehre teilnehmen können oder nur sehr wenig an der Online-Lehre teilnehmen können, weil die ja auditiv in dem Kontext natürlich sehr getrieben ist, ist es für mich da auch wichtig zu sagen, es gibt Stellen, die Studierenden helfen können, die Unterstützung bieten, in dem Kontext beispielsweise Audiotranskriptionen anbieten und dass die Studierenden da nicht ein Jahr im Studium verlieren oder sich aufgrund dieser Situation noch mehr gestresst fühlen. Und da würde ich wirklich, wenn wir von Studierenden mit Beeinträchtigungen sprechen, auf die verschiedenen Zentren der Universitäten aufmerksam machen und auch der Hochschulen. Wir haben beispielsweise an der Uni Graz das Zentrum Integriert Studieren. Wir haben auch beispielsweise an meiner pädagogischen Hochschule auch die Kompetenzstelle inklusiv studieren. Und das sind halt alles Angebote, die vorhanden sind, aber wenig Bewusstsein seitens auch der Studierenden da ist, beziehungsweise höchstwahrscheinlich auch an der Öffentlichkeitsarbeit da gearbeitet werden muss und sollte, damit diese Angebote ersichtlich werden und damit sie auch wirklich genutzt werden sollten. Also das ist für mich so ein Punkt, wenn ich Unterstützung brauche, sollte ich auch wissen, wo ich diese bekommen kann. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich darf die Frage auch jetzt wieder gleich weitergeben. Ja, also zu den Strategien für Betroffene würde ich mich auch da anschließen. Also Hilfe suchen. Es gibt eigentlich keinen Menschen, der Probleme alleine lösen kann. Wir brauchen immer andere dazu. Und gerade in den neoliberalen Verhältnissen, wo so eine Vereinzelung stattfindet, die ja gewollt ist, ist es ganz, ganz wichtig, sich zu solidarisieren. Ich weiß, das klingt schon nach einem altmodischen Wort, aber es ist nach wie vor das Beste, was ich eigentlich kenne, zu reflektieren und sich zu solidarisieren, die Verhältnisse anzusprechen, zu kritisieren, statt heldinnenhaft zu scheitern, sich zu wehren, sich zu verweigern, das ist ganz was Wichtiges, finde ich. Also gerade, wo auch so Privates mit Beruflichem jetzt noch mehr verschmilzt, geht es nicht anders, als Geräte auszuschalten oder solche Dinge, also eigentlich wirklich sich zu verweigern.
Und jetzt von Uni-Seite her halt finde ich diese Kampagne auch sehr wichtig, also Bewusstsein zu entwickeln und also Denk- und Reflexionsräume zu gestalten und zu bieten und auch also eben die Vielfalt zu fördern. Danke. Ja, das sind ja für uns alle ein Teil davon, da ein bisschen Awareness zu schaffen. Ich darf die Frage für die Bewältigungsstrategien noch ein drittes Mal weitergeben. Zu den Bewältigungsstrategien, ja, ich kann mich ganz stark anschließen an das, was Karin Macke gesagt hat. Also ich glaube auch, dass es total einerseits wichtig ist, Angebote wahrzunehmen, die es gibt, so, und auch diese Angebote nachzufragen, damit mehr Angebote geschaffen werden, so. Aber darüber hinaus tatsächlich auch zu gucken, sich zusammenzutun, über die Belastung zu reden, sich auszutauschen, sich zu verweigern, darüber reden. Ich glaube, es gibt gerade voll viele Orte, wo quasi wieder Austausch, also wo zumindest in Online-Formaten irgendwie Communities, gerade LGBTIQ-Communities gerade in das Laufen kommen, ganz langsam. Ja, aber letztendlich auch wirklich Dozierenden, also Lehrenden sagen, hey, das geht einfach nicht. So, ich lebe in diesen Verhältnissen und ich kriege das nicht hin. So, und da auf Verständnis zu pochen auch und sich mit anderen Studierenden zusammenzutun. Und ich glaube, das ist voll wichtig zu gucken, okay, inwiefern sind Studievertretungen in den Fächern, in den Fakultäten aktiv, auf Hochschulebene aktiv. Und ich kann sagen, dass ich das Frauenreferat an der ÖH Wien sehr gut fand und sehr unterstützend fand, weil die eine sehr, sehr politisierte Beratung einfach anbieten und da auch bewusst, also sehr stark einfach sind und sehr parteilich sind und auch die politische Dimension einfach voll mitzählen. Das ist so mein persönlicher Tipp. Super. Wir haben was ergänzen? Ja, natürlich. Ich habe nämlich voll vergessen zu sagen, dass ich Frauenberatung Frauen natürlich empfehle und dass wir auch schon seit einigen Jahren eine Online-Beratung haben. Also wir waren da irgendwie Pionierinnen in dem Bereich und das ist jetzt natürlich in der Zeit noch mehr also angestiegen gibt es eben nach wie vor, aber es gibt auch Face-to-Face-Beratungen für diejenigen, die vielleicht zu Hause mit einem Gewalttäter zusammenleben und das nicht können, dass sie da am Computer schreiben oder so. Jedenfalls gibt es da viele Angebote, auch Gruppen. Danke. Super, vielen Dank. Das war auch die Frage, auf die ich als nächstes eingehen wollte. Wir haben ja einige Anlaufstellen auch in der Broschüre zusammengesammelt. Für uns immer ganz wichtig, auch einfach so einen Pool an Anlaufstellen zu geben, weil man ja auch nicht weiß, wer braucht was. Ob es von Ihrer Seite da auch Empfehlungen gibt, irgendwie positive Erfahrungen, die Sie mit Anlaufstellen gemacht haben? Also das war jetzt schon fast eine Antwort, aber vielleicht, dass wir noch einmal so auf Empfehlungen eingehen. Bezüglich der Empfehlungen habe ich ja schon ein paar genannt, beziehungsweise ich fokussiere mich da immer auf diese Zentren, die spezifisch für Studierende mit Beeinträchtigungen da sind, um einfach Unterstützung zu bieten. Aber ich habe auch gute Erfahrungen gemacht mit so psychologischen Beratungsstellen an der Universität Graz beispielsweise, die eigentlich für Studierende gedacht sind. Aber ich habe mich da auch einmal selbst hingewandt, weil ich einfach ein Problem hatte, wo ich externe Unterstützung brauchte. Und die Antwort war sehr plausibel, sehr nachvollziehbar und hat mir dann in dieser Situation auch wirklich weitergeholfen. Also solche Stellen, die auch die Universitäten bieten, würde ich definitiv empfehlen. Ja, also zu den Empfehlungen, die es noch gibt, möchte ich auch noch sagen, dass es glücklicherweise doch auch ein paar Anlaufstellen gibt, wo man Psychotherapie ein bisschen günstiger bekommen kann. Also das wäre ja auch ein Hilfsangebot. Ich selber finde es immer total wichtig oder was Gutes, wenn man selber Gruppen gründet. Dazu möchte ich eigentlich sehr, sehr anregen. Das ist was sehr hilfreich ist. Und das wäre auch eine Möglichkeit, zum Beispiel die Räumlichkeiten von Frauenberaten Frauen zu nützen. Das können wir gerne anbieten, dass man auch dort sich trifft. Online würde ich jetzt auch noch sagen, bei den allgemeinen Frauenberatungsstellen ist so, dass es sowohl Beraterinnen als auch, also psychosoziale Beraterinnen als auch juristische Beraterinnen arbeiten. Das heißt, auch da kann man sich halt hinwenden, wenn man Fragen hat, die im juristischen Bereich liegen.
Danke. Super, danke schön. Darf ich es gleich nochmal weitergeben, die Frage? Also zu den konkreten Anlaufstellen. Also ich kann aus erster Hand eben das Frauenreferat an der ÖH Uni Wien empfehlen, so ganz stark, weil da auch so viel Begleitung war in Auseinandersetzung mit ProfessorInnen dann zum Beispiel auch und so ein sehr politisiertes Verständnis. Genau, ich glaube, ich kann auch so das unterstützen, Gruppen gründen, sich austauschen. Ich glaube, es gibt voll viele Räume, würde ich sagen, wo ein Bewusstsein gerade dafür da ist, dass Corona-Situation belastend ist, so, also in so, keine Ahnung, in so Trans-Inter-Communities bekomme ich das voll stark mit, so, dass da viel darüber geredet wird online. Ich habe immer das Gefühl, dass so Beratungsstellen, also dass ja immer viel zusammenkommt, gerade aus für queere Leute, aber ich glaube auch nicht für queere Leute, sondern auch für Leute of Color zum Beispiel, dass so, wie soll ich das sagen, also quasi, dass da viele Problematiken einfach zusammenkommen und diese Vernetzung von diesen Problematiken, die Verschränkung von diesen Problematiken oft dann nicht vielleicht von einer Beratungsstelle bearbeitet werden kann gut. Ne? Also es sind dann auch ökonomische Fragen, die vielleicht auch rechtlich ökonomische Fragen sind, wo die Arbeiterinnenkammer zum Beispiel eine gute Ansprechstation ist. Aber dann sind es wieder Fragen von Geschlecht oder Heteronormativität und von Studium und ich finde es dann immer so ein bisschen eine aufwendige Suche, ein gutes Angebot zu finden, das quasi diese Verschränkungen und Überschneidungen gut bearbeiten kann. Ja, ich hoffe, dass wir da bei der Suche auch mit der Broschüre etwas unterstützend wirken können. Ich würde mich jetzt an der Stelle ganz herzlich für das Gespräch bedanken und natürlich auch ganz herzlich für die Beiträge in der Broschüre bedanken. Sie sind wirklich wundervoll. Die Broschüre finden wir dann auch noch verlinkt auf den Social-Media-Kanälen und über die Website. Und in der Broschüre sind dann auch noch ganz viele andere Texte zu anderen Thematiken wie Mental Health und Erfahrungsberichte von Studierenden in Österreich. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite. Danke. Danke.